Wie hoch ist der Stress? 10? Schon. Hoch jetzt, ja. Das ist ein erstes, aber immer so. Oh. Ja. Das Stottern höre ich durchgängig, auch ja. Draußen, überall, so in jeder Situation. Ja. Das ist eigentlich mehr geworden, ne? Und das hat Auswirkungen ja nicht nur auf den Beruf, auch persönliche Isolation. Ja, halt immer. Immer. Wie viel von dem, was du eigentlich sagen möchtest, behältst du für dich? Und so. Schon. Ja. Das sehe ich halt. Einmal das jetzt halt mal. Das ist halt mal endlich jetzt halt. Endet halt. Dann sind noch zwei Wünsche. Sind noch zwei da. Dass ich danach einfach ein Rumpal bin. Ja. Dann ist noch einer übrig. Dass ich danach einfach offen bin, was ich im eigentlichen Echten immer hin, aber und halt auch dann eben ich halt, ja. Wie meinst du das, dass du offen bist im Leben, also dass du dich mitteilst und sowas, ja. Dass sowas und dich halt jetzt zurücknehmen musst, weil, ja, halt, weil es so ist, wie es ist? Ja, halt, immer, halt. Ja. Ja, wie ist es, aus der Isolation herauszukommen? Anders. Also, kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das Leben vorher war? Also ich sag mal so, es war vorher so, man spricht mit Leuten und hat so den Gedanken, ja, die hören mir jetzt zu, aber eigentlich auch nicht. Mhm. Und jetzt, sag ich mal, von mir kommt was, sag ich mal, Inhaltliches oder von denen halt nicht so, aber jetzt führt man dann schon auch richtige Gespräche und so mit Freunden und so in der Gruppe oder so, halt dann immer einer nach dem anderen. Ja. Es ist so, man nimmt am Leben teil. So, so früher wäre das wahrscheinlich so gewesen, man setzt sich dann dahin, sitzt die Pause da ab und geht dann wieder raus. Und andere, sag ich mal, Gruppen unterhalten sich so. Und jetzt ist das halt so, kommt man da rein, spricht der einen an, sprich ich jemanden an oder so, red mit dem, der redet mit mir. Was ist das? Wie findest du dieses Leben, das neue Leben? Ja, viel besser natürlich. Ja.
Nimmt man dich mehr wahr? Ich glaube schon. Wie hat sich die Beziehung zu den Eltern verändert? Sehr expositiv. Kannst du Also das ein ich bisschen rede schon beschreiben? viel mit meinen Eltern jetzt, auch mit meiner Mama. Bei Also. Autofahrten oder so. Oh, Ich ja. rede auch viel mit meinen Brüdern und so. Oder das ist jetzt auch, wenn wir alle als Familie am Tisch sitzen und es ist nicht mehr so, ich sitze da still daneben. Oder, sondern jetzt rede ich auch mit allen. So. Wie viel Prozent von dem, was du eigentlich sagen wolltest, glaubst du, hast du für dich behalten in der Zeit des Stotterns? Gar nichts. Ich Also. habe ja schon mal so, ich glaube, 70, 80 gesagt. Glaub schon. Stimmt das? Ich glaube schon. Was macht das Also mit? vor allem in Bezug auf Freunde und so. Vielleicht mit meinen Eltern, vielleicht weniger, bisschen weniger, aber schon über die Hälfte. Was macht das mit einem Menschen, wenn er so viel Prozent für sich behält, weil er nicht sprechen kann, weil er es nicht rausbekommt? Mal sagen, schon ein bisschen fast depressiv. Ja, klar, isoliert. Man geht morgens in die Schule und nachmittags erstmal in seinem Zimmer. So, ja. Wenn es so weitergegangen wäre, was wäre dann passiert, Silas? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wäre alles möglich gewesen. Ja, ich glaube Sowohl hey, positiv nicht, aber ins Negative. auch. Ja. War es zur richtigen Zeit jetzt? Schon noch, ne? War schon. Zeit, ne? Ich glaube, später wäre schon schlecht gewesen, glaube ich. Also noch später. Was gibt es denn noch für Situationen, die jetzt anders sind? Ja, klar, in der Schule melden, vorlesen. Also auch so eine Situation war halt dann am 9. Januar bei meiner Firma. Das ist halt dann so eine Veranstaltung. Da kommen alle Auszubildenden dann dahin, sitzt man da in so einem Raum mit Tischen, Kaffee und so. Und alle Ausbilder stellen sich mal vor, die Ausbildung wird vorgestellt. Und dann eine Vorstellungsrunde der Auszubildenden. Und das war beim ersten Mal. Ich saß da ja schon letztes Jahr im Januar so. Da habe ich halt vollkommen gestottert dann. Und als ich dann am 9. da saß und ich war auch wieder einer der Letzten, dann haben halt alle sich vorgestellt und ich merkte, irgendwie werde ich aber ziemlich nervös so. Und ich dachte, ich kriege das nicht raus. Und ich hatte halt wirklich gedacht, was ist denn jetzt los? Aber das hat auch meine Mama dann bemerkt und hat mir das auch danach gesagt, aber es kam alles raus. Also es war halt nur so ein, sag ich mal, Flashback an Das ist ein Flashback, ja. letztes Mal so. Ne? So ist Stotternde, es. die danach flüssig sind in der Schule. Es geht, der Lehrer sagt quasi, man soll einen Vortrag machen, vortragen. Dann sagen ja viele Schüler, oh, ich habe so Angst vor dem Vortragen. Ich denke mir jetzt, wieso habt ihr Angst davor? Genau. Ich würde das jetzt, sag ich mal, gern machen. Ja. Also, und das Komische ist, ich habe außer dem Vorstellungsreferat habe ich noch nichts vortragen müssen in der Oh, Schule nicht, weil wir das warum ist einfach das nicht gemacht schade? haben. Weil wir das einfach noch nicht gemacht haben. Ich auch. Also nicht, dass ich mich geweigert habe, so, Ja. aber kam noch Frag doch nicht mal, ob vor. du was vortragen darfst, dass du es einfach nochmal Aber ich habe fühlst. dafür vorgelesen und gemeldet, sage ich mal, so viel wie ich in den ganzen letzten 5 Jahren, 6 Jahren der Schule nicht. Was sagen die dazu? Finden die schade, dass du die Schule nicht weitermachst? Ich glaube. Aber es war ja eigentlich schon von vornherein klar, dass ich nur das eine Jahr da bleibe. Ich glaube, sie hatten es gehofft, dass ich da bleibe, aber ich als Stotterer, ich als damals Stotternder, weiß genau, wie ihr euch gerade fühlt, aber nach der Therapie macht man Erfahrungen, die ich glaube, sonst keiner im Leben macht.